Ja. Das ist schon Mitte. mal sehr einfach dann, wenn du das schon mal nicht machst. Macht die Sachen schon einfacher. Wir sind jetzt eh in 5 Minuten. Du musst dich alles überladen, sind wir eigentlich schon fertig mit der Map. Ich bin auch froh, dass du es nochmal üben kannst. Mach ich noch oft genug, weil das Spiel geil ist. Wenn ich jetzt sehe, wie du das hier machst. Noch keine Praxis hat der Junge. Doch, ich kann das bloß einfach nicht. Ja, guck, deswegen musst du üben. Ich hab das 500 Mal gemacht. Ich kann es bloß einfach nicht. Sagt dir der Typ, der das zweite Mal seine Ladung verliert. Richtig, und gar keinen Plan von dem Spiel hat. Genau. Tut mir leid. Das Gute ist, es wird mich einfach verziehen. Mhm. Wer hat das denn gesagt? Weiß ich auch nicht. Wunschdenken. So, dann wechsle ich mal den Truck gleich beim dritten, ne? dann raste der aus. Dann ich gleich ins Auto. Dann ziehst du mich aus der Karre, ne? Nein. Mein Charakter ist eingeschlafen. Der aufwachen. Von deinem PC-Stuhl. Mein Gott, der kann nicht schlafen. Oh. Na, schon wieder Hölzer verloren, deshalb, wo ich weggekommen habe, oder? Ich war. Wie eng ist das hier überhaupt im Sägewerk? Wir haben hier so Zaunscheiße hingebaut. Wie mein LKW gar nichts verbraucht, ne? 196 von 200 Liter. Ne, du hast ihn auch gerade aufgetankt, du Bier. Ja, ich weiß, trotzdem. Passt aber mega gut. Und der liegt ganz gut, ne? Geht so. Nee. Auf jeden Fall bin ich jetzt schneller als vorhin. Aber das 3D funktioniert immer noch nicht so gut. Im räumlichen Denken. Jetzt. Irgendwie fallen die Hölzer da hinten raus. Die sollen da nicht rausfallen, nur weil du dich wieder bewegt hast. Hab ich gar nicht. Sag jetzt nicht nein, du hast dich bewegt, hast du hier gesehen. Nein. Doch hast du. Das war ein Windstoß. Du bist mit deinem Karren dagegen gehauen, wie du dich bewegt. Guck mal. Das war nicht ich. Ist klar. Jetzt bin ich schuld, weil so, ich dich belade. So, runter damit. Ja. So, jetzt. Ja, du hast gesagt, runter damit. Weiß ich, wie das geht. Hier. Echt? Hä, aufladen oder nicht? Der eine muss noch aufgeladen werden. So. Erteilt, geil. Liegt voll schief drin, aber egal. Dann drücke ich jetzt bei allem ja. Hallo? Waren das alle? Ja. Jetzt muss ich das noch festmachen, ne? Nur ich hab dieses Kran zurücksetzen nicht, ne? Warum nicht? Nee, du musst eigentlich noch zwei platzieren, Lenny. Die ist halt platziert. Der eine hängt doch da ganz komisch. Ja, dann. Warte. Der muss einmal runter, ja. Kommst du da dran? Ne, den nicht. Der über den Anhänger guckt oben. Ist der hier? Ist der hier, ne? Ja. Lol, automatisch. Ist doch jetzt schon geil. Der, ne? Weiß. So, und der noch? So, jetzt bitte einmal. Vier grüne Punkte. Ja, vier grüne Bereit Punkte. Bereit zum Beladen. So. Beladen. Vollgas. Mit dem Hänger. Ist fertig oder was? Oder was? Ja. Nein, einfach mit dem Truck und dann fertig. Entladen. Zack. So, kannst du da jetzt durchfahren? Ja. Blockstelle ist geschlossen. Nur also, Trucks ohne Holzer. Blockstelle ist offen. Achso. Oh, warte mal, locker bleiben. Fahrer zur Holzstation, Baumstämme aufzuladen. Fahrer zur Stammausgabe und verlade Baumstämme mit dem Forstkran. Also hier steht 8 von 8. Unten. Wie kommen wir jetzt im letzten Mal rein? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber es ist noch keine andere, doch Block... Nee, hä? Ich glaube, ich entlade mich gleich mal und dann liegen die Hölzer ja auf mir drauf und ich bin offiziell nicht beladen. Halt's ab. Nee, es muss ja anders gehen. Hä, warum geht denn das nicht? Verstehe, aber wie hast du mich überholt? Achso, weil ich hier nicht stand, okay. Jungs! Achso, nee, alles gut. Ich verstehe nicht, wie kommt man denn jetzt hier durch? Fahre zum Holzstation? Um die Baumstämme aufzuladen oder fahre zum Stammausgabe und verlade die Baumstämme mit dem Forstkran. Zum Stammausgabe. Das finde ich geil.
Das ist cool. Man merkt, dass das Spiel einfach haltbar ist. Ja, wir müssen jetzt irgendwie umranden und gucken, ob er da irgendwie anders reinkommt. Ach, der Moskwitch ist komplett kaputt? Oh nein. Wer war das? Entschuldigung. Oh. Ist doch nicht euer Ernst. Woran hänge ich da jetzt? Warte mal, ich hole mal eben meinen Hero, weil sonst werde ich gleich diesen LKW hier töten. Okay. Dauert nicht so lange, wie es aussieht. Ja, ich will jetzt mal Moskwitch fahren. Geil, der Wunderbaum da oben dran. Guck, ob das ein Rennwagen ist. Eigentlich müsste der doch gut gehen, oder? Wird er ja auch. So, fünfter Gang. Er hat einen luftgekühlten Vierzylinder-Motor mit 40 PS oder so, der geht nicht. Der geht trotzdem gut in das Spiel. Und das Heck kommt aber ab. Das stimmt, weil er da auch einen Motor hinten hat. Hammerkarre. Alter, richtige Driftmaschine. Wow, das ist ja echt eine Driftmaschine. Mit einer Bord und Farbe. Richtiger Schalter mit Wunderbaum in der Scheibe. Du google das mal, wie man da durchkommt durch solche Baustellen. Hier ist aber Feierabend. Ja, wasserbeschädigt Truck. Der Moskwitch hängt jetzt schon fest. Gut, ich wollte nur durch das Wasser hier fahren von der Werkstatt und jetzt ist schon Feierabend. Nicht schlecht. Herzlich willkommen im Moskwitch. Der hat's drauf, das sag ich. Der hat ja eine Winde, ja, ne? Ja, jeder hat hier eine Winde. Okay. Ja, ja, gefährlicher Wasserstand. Lass mich jetzt hier durch. Gibt's doch nicht. Was soll das? Kann ja nicht wahr sein. Jetzt häng ich auf dem Baumstamm. Vollgas. So, ab geht's. Ab geht die Luzi. Ach nee, ich kann euch ja zugucken, ne? Ich kann ja in den Volvo steigen. In diesen, wie heißt der? K70, genau. Gab's nicht mal einen VW, der K70 hieß? K50, glaub ich. Wie, bist du wieder weiter weg von der Mikro? Nein, eigentlich nicht. Wie hart ich mich morgen auf dem Weg zur Arbeit vorher. Und nochmal. Läuft. Warte, bis du gehört hast, warum. So, du darfst es jetzt erzählen, dann hat Corinne noch was zu lachen heute Abend. Ich habe einen Golf 7. Gekauft? Na Quatsch, ich kann mich ja nicht leisten. Als Leihwagen bei meiner Werkstatt ist. Achso. Welchen Motor denn? 1,2er meine ich. Oh ne, oder? 2 Liter Benziner. Also, muss man den also kalt treten oder was, weil sonst nichts passiert? Richtig. 1,2er? Wie viel PS hat er denn? Wahrscheinlich 120 oder 180? So. 122 meine ich. 700 Kilometer schaue ich mit einer Tankfüllung. Ja, 700? 1000 geschaut. Für einen Benziner ist es nicht schlecht. Für einen 1,2er. Mit den scheiß kleinen Motoren, die Hersteller, ne? Gehen mich hier auf den Sack. Downsizing, wenn ich sowas immer höre, ne? Hat bestimmt die Politik gesagt. Greta hat gesagt, er soll kleiner sein. So, ich bin mal hier drin jetzt. Mal sehen, was ist denn hier? Wie, du bist da drin? Das ist das Sägewerk. Sägewerk von Sägewerk? Wie, das ist jetzt zu, oder wie? Das ist zu, ja. Das ist unser Problem, dass wir da irgendwie rein müssen. Aha! Ich weiß nicht wie. Heckeingang. Heckeingang? Also, ne, ja. Wo das denn? Das Problem ist nur, dass bei dem Heckeingang wir mit unseren LKW auf keinen Fall reinpassen. Nein, oder? Ja. Aber ich kann jetzt hier rechts hochfahren, dann bin ich beim Heckeingang, oder? Ne. Doch. Ja. Guck, wo ich stehe, direkt vor mir ist der Eingang. Ja. Ich komm jetzt zu dir. Du hättest vielleicht anders fahren müssen. Junge, ich hab einen scheiß Fuso, Mann. Zieh mich nicht mit langbar. Ich bin da. Okay. Gut. Viel Spaß. So, muss ich hin? Nicht da.
weit. Fahr mal an dem Gitter vorbei. Lol, hier ist doch der Weg. Ist da ein Weg, ja? Ja klar, wieso haben wir den nicht gesehen? Was? Wir haben einen Weg nicht gesehen. Hier ist der Einfahrtsweg. Guck mal, wie der hier durchmarschiert, dieser Scheißbuse im vierten Gang, Alter. Oh, echt? Bin da. Hallo. Lol, wo bist du denn da hingekommen? So auf die Schnelle. Racetruck halt. Was ein Kampf. Ich glaub das ja, dass das ein Rennwagen ist. Das ist ein bisschen eng für die LKWs. Das wird arscheng, aber das muss klappen. Okay, gut, dann wende ich jetzt mal mein Kfz hin. Und was, wenn einer die Schranke offen hält? Nein, Scherz. Ja, hier musst du noch lang, oder nicht? So, dann fahr ich mal da lang, da hinten. Truckwechsel. Finde ich gut, dass hier noch Standard-Maps auf der Karte stehen. Mega gut. Standard-Karren auf der Karte stehen. Mega gut. Ja, ne? Auf deinem Mod. Ich lang, wo ich bin, oder? Ja, wo bist du? Ja. Ja. Manchmal sieht man die Wege auf der Map nicht. Das ist ein bisschen doof an der Map, finde ich. Das ist ja eigentlich so. Der Weg ist eigentlich offensichtlich. Wir sind aber alle dran vorbeigefahren. Ja, richtig. Und deswegen haben wir auch nicht gesehen, weil es auch dunkel war vorhin hier an der Stelle. Ich finde das eigentlich so ganz geil, wenn du den Weg mal empfinden musst. Wenn du alles vorgegeben hast, ist irgendwie. Du hast ja sonst in der anderen Map hatten wir auch Spaß. Da war ja auch alles vorgegeben. Ja, gut. Oh, ja, gut. Aber da waren die Wege auch einfach hart. Aber ich finde das geil mit den Verdeckungen in dem Spiel, muss ich sagen. Aber das passt ja mit den LKW. Hier durch. Mit dem kleinen, ja, den du hast. Sollte kein Problem sein. Das Problem ist leider, dass meiner ein Problem ist. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Agathe Power. Ich glaube, hier stehe ich ganz schlecht. Das glaube ich aber auch, bin ich mit. Ja, dann ist hier zweispurig, jetzt machen wir Platz. Jetzt wird das schon wieder dunkel, genau. Warum jetzt. Warum sind überall Kürbisse im Kiel? Kann man nicht zupacken, oder? Nein. So. Kann man auf den Kürbissen parken, kurz? Ja, kann man, weil die kann man sogar kaputt fahren. Die als ob. Lol, wie geil, wie ein Cobra F1 sind die komischen ja. Kühen. Ja, die komischen Kühe mit diesen Milka-Scheiben. Die waren der Hammer. Ey, das ist echt, die Map war aber gut, oder? Weil ja, Mann. Geil. So, ich seh dich. Ach, du hast den auch den Trailer, ne? Ja, die Blockstelle ist irgendwie zu fett. Scheiße. Hier ist Katastrophe, Flo. Ja, ich glaub auch. Flo ist sowieso gerade am Kämpfen da hinten. Man hört's. Klack, 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 klack. Entladen. Reibe Ladungspunkte. Wie viel hat Flo? Das passt nicht. Wie? Passt nicht. Soll ich dich rammen? Soll ich dich schieben oder ziehen? Ja, den Trailer rumziehen, ne? Den Trailer, der kommt nicht rum. Fahr mal rückwärts, ich komm. Die fahr mal rückwärts. Mach das schon. Oh Gott. Bin ich hier gleich auf der Seite? Ja. Aber egal. Ich hab mich hinten verkeilt. Wie geil bist du denn? Fahr doch deinen Kackteil einfach hoch, dann kommst du auch da auch durch. Echt? Ja, genau so. Ne. Ha, jetzt. So. Corinna, du müsstest einmal den Trailer schieben. Mal. Hä, ja, kannst du nicht mit der Winde ziehen? Nein, von hier aus nicht. Dann lass mich doch da durch. Kamera so gut, dass ich dir auch nicht den Wind. Flo steht da gerade, kommt hier nicht durch. Achso, ja, dann musst du einmal rückwärts fahren. Ne, dann musst du einmal zum anderen Ausgang raus. Hä, hey, kann Flo nicht rückwärts fahren? Nein, der steckt fest. Oh, also. Flo kippt gleich um, der fährt nirgendwo mehr hin. Du kannst einfach durchfahren, Corinna, du hast ja durch die Blockstelle durch. Hä? Au! Wer fährt denn jetzt hier? Er kann keine Sekunde warten. Ja, hab ich nicht gesehen. Okay. Ich hatte noch die Kamera nach hinten. Okay, gut. Lass ich jetzt mal durch. Aber es ist schon wieder dunkel. Oh nee, ey. Muss ich ja Licht anmachen. Ey, die Straße hier ist doch der Hammer, die Einfahrt, ne? Wie so eine Einfahrt zu so einem hinter zweite Reihe Grundstück. Richtig. Toll, ich komme hier nicht die rum. Die sehen auch immer so aus. Ey, die Lenkung von dem Scheiß hier, ne? Regt mich richtig auf gerade. Doch, ich fahr jetzt rein, pass auf. Mann.